Jetzt kommen wir zum dritten Punkt der Tagesordnung. Als nächster Punkt steht ein Bericht des Bundesministers für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft zur Situation der Jugendbeschäftigung und Lehrlingsausbildung auf der Tagesordnung. Der Bericht weist Österreich in diesem Bereich einen Spitzenplatz im europäischen Vergleich zu und unterstreicht dabei vor allem die Bedeutung der dualen Ausbildung. Als Wermutstropfen wird allerdings verbucht, dass die Jugendarbeitslosigkeit in Österreich seit 2011 kontinuierlich leicht ansteigt, während sie EU-weit seit 2013 sinkt. Handlungsbedarf sieht das Wirtschaftsministerium insbesondere bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund.